Da stehen wir vor dem roten Tempel in The Last Tinker. Die Welt ist von der Bleiche bedroht, da hinten ist sie schon. Und deshalb rennen wir hier in den Tempel und beten einen Gott an? Oder was machen wir da? Den roten Gott? Gerade folgen wir den roten Symbolen, die du wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen hast. Aber doch, diese rot leuchtenden, genau, Sachen, auf denen ich... Da bin ich doch vorhin drauf rumgetrampelt sogar. Wenn ich auf irgendwas rumtrampele, dann merke ich das schon. Außer auf Gefühlen. Und dann merke ich es nicht. Oh, der sieht aber gar nicht mehr gut aus, der Tempel. Der ist schon ganz schön eingenommen. Mhm. Das ist jetzt hier dieser rote Geist. Den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Eigentlich ist es Quatsch, dass ich hier immer diese Kristalle einsammle. Aber ich kann es nicht lassen. Das ist schlimm. Das gute alte Kisten zerschlagen. Ja. Das war auch bei Ratchet und Clank und so mal. Obwohl, da hast du ja dann irgendwie, da brauchst du es ja dann, um die Waffen aufzuwerten. Aber selbst wenn ich da schon alles dann hatte, oh, immer Kisten. Also es lohnt sich auch hier für die Combat Moves, die du dann bekommst. Ach so, stimmt, die upgradet man ja dann auch nochmal. Du wirst die Kohle schon los. Wir kratzen hier immer noch an der Oberfläche. 8 Stunden sind für so ein kleines Indie-Spiel eigentlich eine ziemlich ordentliche Hausnummer, muss man jetzt mal wirklich sagen. Wenn man schaut, die meisten von diesen Spielen, die so in dem Preisbereich rauskommen. Was hat man jetzt gesagt? Ja, so 1999. 1999, genau. Also um die 20 Euro, zwischen 15 und 20 Euro. Die gehen in der Regel dann halt so, ja, 3 Stunden ist jetzt, 3-4 Stunden ist jetzt ganz, ganz gut eigentlich angesetzt. 8 Stunden sind da schon eine ganze Menge. Kann man jetzt durchaus gar nicht unbedingt meckern. Wie habt ihr das so gemacht, als ihr in der Entwicklung wart, zu sagen, ab wann führt ihr wie viele Elemente ein? Das stelle ich mir als schwierige Entscheidung vor, zu sagen, wann soll denn der Spieler jetzt mal eigentlich alles können? Oder warten wir bis zur letzten Stunde, bis er wirklich dann mal alles kann? Oder wie entscheidet man sowas? Es gibt halt diese Überstruktur, dass man halt die 3 Farben, Rot, Grün und Blau, nacheinander bekommt. Deshalb war es auch so schwierig, quasi irgendwie schneller alle Farben einzuführen. Also wir konnten halt dann von der Story her, war das einfach auch so strukturiert. Wir konnten dann nicht mehr sagen, ja, dann geben wir ihm halt doch zuerst die grüne Farbe oder beide gleichzeitig, wie auch immer. Diese anderen Geschichten, die sind ziemlich iterativ gewachsen. Also wir haben am Anfang, glaube ich, zum Beispiel diese ganzen Jump-and-Run-Elemente, also diese Säulen und die Stangen und die Seile und so viel stärker als einzelne Features betrachtet, weil sie von der Umsetzung her das auf jeden Fall waren. Also einfach vom Aufwand her, das zu coden und zu animieren und so. Aber für den Spieler ist es eigentlich vollkommen wurscht. Also wir haben dann halt gemerkt, wir können ihm eigentlich alle Jump'n'Run-Features gleichzeitig geben. Und er rennt da einfach durch. Das waren alles so Learnings, die so undankbar ist für solche Elemente oder weil es einfach gewohnt ist, also sowas dabei ist. Warum soll für den Spieler jetzt, warum sollte der Spieler denken, oh geil, ich kann über ein Seil gehen? Das haben wir halt einfach aus Produktionssicht quasi überbewertet. Ein paar Sachen waren auch manchmal komplexer angedacht oder so. Aber das sehr war knapp. War alles geplant. Für den Show-Effekt. Wir machen ja hier alles, liebe Leute, für den Show-Effekt. Selbst wenn wir versagen, ist alles geskriptet. Auch die Gespräche, alles geskriptet. Ich kann es bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das hier schon 5-mal geübt. Wir hatten in der letzten Folge gesagt, wir wollen noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie so Feedback war. Ihr hattet von den Testwochenenden ein bisschen erzählt, wo ja, Freunde, Bekannte, das mal ein bisschen durchprobiert haben und kann ich den zerschlagen? so brutal sind wir dann doch nicht. Was war denn so das Feedback, was kam? Was waren so die Sachen, wo gesagt wurde, das müsst ihr anders machen, das müsst ihr ändern? Sachen, die man vielleicht auch einfach selber nicht mehr gesehen hat, weil das ist ja das Typischste in der Entwicklung, man wird einfach blind. Ja, das vor stimmt. Den das stimmt. Das ist ja das, was vielen Spielen das Genick bricht. Ja. Was waren da so bei euch so die Sachen, wo ihr gesagt habt, damit hättet ihr gar nicht gerechnet, dass das für irgendjemanden ein Problem vielleicht ist? Also ich glaube wirklich so einen kompletten Überraschungseffekt gab es eigentlich nicht. Also wir wussten, also wir wollten das Spiel nie zu schwer machen zum Beispiel. Mhm. Deshalb ist es insgesamt jetzt, also hast du ja keine Probleme da jetzt durchzukommen. Deshalb ist es halt auch hier, ich schwitze hier. dafür gab es halt ein paar Stellen, die dann, wo wir dann doch wieder eher
in unsere Muster verfallen sind und es etwas zu schwer wurde und die Leute dann echt Probleme hatten und frustriert den Controller weggeworfen haben. Das waren also ein paar kleine Überraschungen. Das ist übrigens voll cool, diese kleinen Mini-Jumps, das ist ein geiler Flow. Also so, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil könnte man jetzt natürlich rummeckern, von wegen, warum muss man denn da nicht zielen? Aber mal ganz ehrlich, wer will denn bei sowas zielen? Also das ist zack, 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 ist doch albern. Außerdem, wenn du stehen bleibst, gehst du unter auf den Kasten. Mhm. Ah, sehr gut. Also wir hatten zum Beispiel auch mal das Movement-System sehr viel bestrafender eingebaut. Also du konntest quasi, wenn du in die falsche Richtung gedrückt hast, dann ist er quasi einfach ins Wasser gesprungen und gestorben. Mhm. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du nicht mehr in die falsche Richtung. Also du kannst in die falsche Richtung drücken, aber es passiert nichts Schlimmes. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die wir dann einfach verstanden haben. Wir wollten es halt nicht zu leicht machen, aber mein Gott, wir haben halt ein Movement-System, das dir suggeriert, es ist einfach. Ja. Und dann gibst du eher dem System die Schuld als dir selbst, obwohl du eigentlich selbst schuld bist. Ja. Also es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, dann auf einmal sich da wirklich zu konzentrieren und anzustrengen, dass man da nicht runterfällt. Ja. Und muss man da im Kopf manchmal so ein bisschen alte Zöpfe abschneiden, so nach dem Motto, auf jeden Fall. Von wegen, ist das noch Core-gamig genug? Mhm. Also für uns war es halt, wir wollen so ein modernisiertes Action-Adventure. Also wir wollen es halt einfach aktuell machen. Mhm. Wir wollten jetzt auf keinen Fall einen Jack and Dexter machen, wo du halt, also wenn du das jetzt spielst, ich habe das ja zum ersten Mal gespielt vor ein paar Wochen, dann sind viele Sachen auch einfach nicht mehr so, ein bisschen gewohnt, veraltet einfach, die sind nicht so gut gealtert. Ja. Kamera hat halt dann Probleme und so und das nervt einen dann und dann fällt man 10-mal runter, weil die Kamera halt was Komisches macht und so. Also klar, die Spiele werden ja auch irgendwie tendenziell eher ein bisschen leichter. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ich spiele sehr gerne alte Spiele, die sehr schwer sind. Aber es war für den Titel einfach nicht der Fokus, da jetzt so ein Hardcore-Game draus zu machen. Also ganz viele zum Beispiel in unserem Team gehen ja komplett auf halt Dark Souls ab. würde man jetzt auch nicht denken, dass wir dann so ein Spiel machen. Aber ich finde, das ist ja immer das, dieses, wenn dann gesagt wird, ja, Core-Game-Erfahrung und tralala, wenn man irgendwo wegen einem blöden Bewegungssystem runterfällt, dann finde ich, hat das nichts mehr mit einer Herausforderung geschafft zu tun. Gerade wie ihr schon sagt, wenn man so eine, man ist halt so eine Äffchenfigur. Natürlich kann der bestimmte Sachen einfach mal von sich aus. Da kann man schon erwarten, dass der, wenn er auf so einer Schiene entlang läuft, dass er das schafft und man nicht irgendwie auf dem Gamepad da sitzt und so ganz leicht wie nach vorne tickelt, was auch ja nicht Spaß bedeutet automatisch. Ich will lieber ein schönes Leveldesign haben oder irgendwie einen schönen Rhythmus haben, in denen die Aufgaben stattfinden. Das ist ja dann doch bei einem Dark Souls ganz anders. Da ist ja die Herausforderung wirklich, okay, was ist eigentlich die Taktik, mit der du da rangehst und gewinnst? Gut, dass die Steuerung jetzt auch dazu noch ganz schön, jetzt vielleicht nicht super das Beste ist, das kommt dann noch vielleicht dazu, aber das sieht man dann vielleicht hinweg. Aber ich habe das auch, wenn ich manchmal so alte, ich habe letztens das Little Big Adventure gespielt, was in so einem, aus der ISO-Perspektive ist, von 93 oder so. War meiner Jugend mein absolutes Lieblingsspiel. Ich über alles geliebt, aber es ist schwer, das heute zu spielen, weil das so... Aber es war auch damals schon echt schwer. Ja, ja, es war schon hat mich überhaupt schwer. Nicht gestört damals. Okay, ja, klar. Mir ist zum Beispiel auch da als Kind, war ich ja noch mehr oder weniger, da ist mir auch nie aufgefallen, dass das Speichersystem, was ja oft kritisiert wurde, echt scheiße ist. Es ist mir nie aufgefallen, dass da irgendwas war. Aber so sieht man sagen. So sieht man die Sachen irgendwie anders. Also schon, ja, schon ein bisschen crazy. Wo gehe ich denn jetzt weiter? Einfach runter? Ja. Echt? Ja. Oder ist doch weiß, sterbe ich doch. Du bist kein Schleim. Du läufst schon die ganze Zeit über weiß. Ja, stimmt auch wieder. Okay. Hast du denn auch den zweiten Teil gespielt? Ja, natürlich, klar, wo es dann irgendwie auch die Außenwelt richtig so 3D war. Und ich fand das so sympathisch gemacht, schon allein, dass das Ende, ich mag ja immer so, wenn in solchen Spielen am Ende nochmal so die große Runde gedreht wird, gerade in so sympathischen Spielen, wo du nochmal an den Figuren vorbeikommst, du nochmal irgendwie so ein Gefühl hast von, warte mal, ah, okay, jetzt können wir hier mit der Farbe kämpfen. Ja, cool. Jetzt haben wir diesen roten Farbgeist angesammelt und hauen auf. Wir sehen es auch richtig auf dem Boden hier, rote Farbe überall hingepackt. Jetzt ist es wirklich mal rote Farbe, liebe Kinder. Nicht wie in den Spielen sonst, wo auf den Köpfen und Gesichtern der Leute immer rote Farbe rauskommt. Verdammt!
Ja, also Little Big Adventure. Letztens haben sie das Remake fürs Handy gemacht, fürs, ja, fürs Android und iOS. Katastrophe, funktioniert überhaupt nicht. Aber ich denke da auch jedes Mal, wenn da mal ein Kickstarter starten würde, ich würde sofort 1000 Euro drauflegen. Überhaupt kein Problem hat. Weil der Dominik, so unser Game Director, das ist, glaube ich, sein absolutes Lieblingsspiel, mhm, der zweite Teil. Wir haben das vor ein paar Monaten mal bei mir auf dem Rechner installiert und gezockt. Und da gibt es so eine Stelle, da spielen zwei Figuren Boccia. Und das ist wirklich gecodet. Also das, mhm, ist keine Animation, wie diese Kugel da rumfliegt und was da passiert, sondern die spielen das tatsächlich. Ja, recht. Mit einer KI und mit einer sehr rudimentären Physik dahinter. Also total sinnlos, aber halt total geil. Ja, das waren schon echt, das waren tolle Spiele. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwie mal so eine Testszene war, so Kugeln, mhm, was passiert, funktioniert die Physik grob. Und dann haben die das halt umgewandelt und sowas. Das war einfach cool. Oh, das war zu spät. Ach, das ist irgendein Vieh. Da kenne ich das. Ich habe vorhin schon gedacht, was ist das für ein komisches Ding, wo dieser bunte Ball drin liegt. Das ist irgendein Vieh. Das ist ja cool. Ja, die Textur echt nett aus mit dem, sieht aus wie so ein Bump-Map. Das ist so geil. Das irgendwie ist so witzig, ja. Die wurde jetzt schon ein paar Mal gelobt, die Textur von dem. Und eigentlich ist es wirklich eine von denen, die ich so am Schluss noch ganz schnell hingeschmiert habe im Endeffekt. Aber die sieht doch cool aus mit dem Relief und so. Das ist das schon, ja. Also die kommt bei ihm einfach am besten durch, weil er so riesig ist. Und die anderen haben die auch alle, die anderen Gegner. Aber weil die halt so klein sind, ja, kommt es da nicht so gut durch, ja. Ach, das ist ja jetzt mal so ein Art kleiner Bossgegner. Wo wir hier die Helfershelfer wegmachen und dann zeigt er uns so seinen bunten Ball. Ich fand, das sieht irgendwie cool aus mit dem Weiß. Ach, der spuckt die auch noch so aus. Ach, das ist ja cool. Mutter. Ja. Das ist schon süß. Also, freut sich auch immer, wenn er dich verletzen kann. Oh. Ah, so kommt die Farbe dazu. Ja, er ist so ein bisschen bipolar. Farben waren halt alle auch mal mit einer positiven Emotion verknüpft. Also Rot zum Beispiel mit Stärke statt das mit Das ist es, was beim Intro, ne? Dass genau. Es sich so gewandelt hat. Genau. Und er switcht halt wirklich sehr zwischen den beiden Sachen. Ich mach das übrigens die ganze Zeit schon falsch, dass ich immer Y, wenn ich den Text schneller anzeigen lassen will, einfach immer drücke, anstatt gedrückt zu halten. Dash dann immer den Knopf ein. Das kann man zum Beispiel erzählen. Warum zur Hölle benutzt man Y, um den Text weiter zu scrollen? Der komischste Button dafür. Wieso ist das der komischste Button dafür? Weil kein Spiel Y verwendet, um den Text weiter zu scrollen. Also zumindest keins, das wir kennen. Und jeder, der das zum ersten Mal in die Hand nimmt, so Hardcore-Konsolenzocker, ist, warum ist das nicht A? Warum ist das nicht A? Tja, wer das Layout im Kopf hat, es gibt Rot, Grün und Blau als Farbe zum Schlagen. Ah, und, ja klar. Das war irgendwie Logo. Ganz cool. Und das zumindest Problem ist, wenn Xbox Gamepad spielt. Genau. Und wir hatten es tatsächlich mal auf A, dass der Text auch damit weitergeht, aber ja, dann haust du halt jedem in die Fresse mit der grünen Farbe. So, er möchte jetzt, dass du ihm hilfst, obwohl er eigentlich nicht dein bester Freund ist. Ach, jetzt können wir die wieder zum Leben erwecken, seine Kumpanen. Das ist ja cool. Sehr tolle Sachen, vor allem der Linke. Ja, so ist meine Hose nass. Ja, ich hab dich jetzt richtig geschlagen. Hier, kannst du auch nochmal. Achso, da waren wir wahrscheinlich schon. Jetzt können wir hier oben weiter. Ah, jetzt geht's wieder raus aus dem Tempel, oder? Bin ich jetzt eigentlich schon wieder vom Thema abgekommen mit der Feedback-Geschichte? Das ist ja auch Wahnsinn, das ist ja... Nein, wir hatten ja drüber gesprochen, ob es Überraschungen kam oder so. Also das meiste war wirklich so Balancing-Zeug, zu schwere Sachen halt auszubügeln, damit es einfach irgendwie konsistent ist. Ja, ich
weiß nicht, was waren so die krassesten. Also wir haben danach eine riesen Liste gehabt mit Sachen, die wir halt ändern und verbessern wollen, aber es gab jetzt eigentlich nicht so einen Kernpunkt. Das war halt viel Kleinkram einfach, oder? Ja. Und so diese schlimmen Sachen, wie gesagt, halt dieses Movement-System so komplett zu ändern zum Beispiel. Die kam halt schon viel eher in sehr kleinen Testrunden. Das wäre auch sehr schlimm gewesen, wenn wir sowas dann so spät noch gehabt hätten. So. Ja, das glaube ich. Im Sinne von, hä, warum, wie funktioniert das? Bei denen kannst du ja zum Beispiel auch diesen Dodge-Jump ganz gut anwenden. Also wenn du diese Rolle machst und dann schlägst. Und dann angreifen? Genau, dann. Schauen wir gleich, ob ich nicht nochmal irgendwo erwische, aber ich glaube, jetzt habe ich 6 davon. Ich glaube, das ist ja erwischt. Vernichtet in deinem Killing Spree. Also das ist ja wieder höchste Unreal Tournament Zeit. Das ist ja jetzt irgendwie angekündigt. Oder beziehungsweise wahrscheinlich, wenn wir das jetzt ausstrahlen, ist es bestimmt schon angekündigt, das neue Unreal Tournament. Das ist immer das Verrückte bei diesen Let's Plays aufzeichnen, dass man ja völlig mit der Zeit durcheinander kommt und dann Sachen erzählt, die schon längst passiert sind. Warte mal. Genau, wir müssen einfach raus. Und haben den Tempel dann auch fast geschafft. Ne? Ist er jetzt wenigstens dankbar? Affengesicht, nennt mich immer noch Affengesicht. Siehst du, geht doch. Jetzt sollen sie da mal mithelfen. So, wir gehen raus aus dem Tempel und kommen dann auch zum Schluss dieser Folge. Und für die nächste Folge, das haben wir schon am Ende der letzten besprochen, aber nicht so, dass ihr das hören könnt, ist angekündigt, dass jetzt irgendwie eine neue Mechanik noch auftaucht? Oder war das jetzt hier schon das mit der Farbe? Die Farbe kannst du eben nicht nur im Kampf verwenden, sondern dann auch für Puzzle. Und das, meinst du, das kriegen wir in der nächsten Folge hin? Das kriegen wir auf jeden Fall hin, klar. Dann machen wir das und wahrscheinlich ist das dann, würde ich mal tippen, jetzt wird schon mal später die letzte Folge, die wir jetzt hier machen, denn ihr sollt ja noch einen Grund haben, das Spiel zu kaufen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, wie man damit puzzeln kann und was da vielleicht irgendwie sonst noch so mit den Elementen gemacht werden kann, mit den Farben. Ach, guck mal, jetzt ist die Sonne auch wieder aufgegangen. Das ist alles nett. Und ansonsten machen wir noch irgendeine haltlose Versprechung für die nächste Folge. Wie immer. Ja, in der nächsten Folge spielen wir es dann durch. So, fertig. Das ist so Tradition. Bei GameTube, wir versprechen immer irgendwelche Sachen, die wir nicht halten. Aber wenn wir das nicht machen, dann sind die Leute enttäuscht. Also, wir sehen uns in der 7. Folge, glaube ich, ist es dann. Und wahrscheinlich letzten zu The Last Tinker. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bye.